Ja, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, jemanden zu finden, der die Software, mit der du arbeitest, erfunden hat. Ich meine, er wird ja wissen, wie man ihn finden könnte und sich dagegen wehren. Nehme ich jetzt einfach mal an. Naja, okay. Ja, wollen wir mal probieren, ob wir nicht doch Glück haben. So, wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Natürlich komme ich nicht mit der Hochstation dahin. Na gut. Los geht's, meine Damen und Herren. Wir jagen den Erfinder der Technik. Ja. Wenn wir Kenny aufspüren, musst du vorsichtig sein. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Gefährlich, ja. Und seine Geschichte? Er ist ein Bloom-Whistleblower oder ein Cyberterrorist. Je nachdem, wen man fragt. Er übermittelte seine Nachricht mit einem Stromausfall im Staat New York. Ich erinnere mich. 2003. Nicht nur New York, das war fast der ganze Nordosten. Es kam auch ein paar ums Leben. Er tötete 11 Menschen. Sie nannten es einen Softwarefehler. Und was war seine Nachricht? Kenny versuchte alle zu warnen. Er traute niemandem bei Bloom intern. Aber ich glaube nicht, dass er mit Toten rechnete. Jetzt versteckt er sich. Und wir sind dabei, ihn zu finden. Dein Zielort ist der Endpunkt von Raymonds letztem Signal. Und Hacker verstecken ihre Standorte, indem sie ihre Pakete durch Botnets routen. Ja, ist ein guter Trick, habe ich schon mal gemacht. Wahrscheinlich leitet er sein Signal um den halben Globus. Wenn das Signal in China oder sonst wo in der Welt endet, haben wir ein Problem. Nein, er ist hier. Egal, ob er untergetaucht ist. Kenny hat für Bloom gearbeitet. Und irgendetwas sagt mir, dass er in der Nähe bleiben wird. Vielleicht. Aber wenn er sich in Chicago aufhält, warum war es so ruhig um ihn? Er ist nicht der Typ, der abwartet und Tee trinkt. Er hat Menschen auf dem Gewissen. Ist sicher ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ein guter Grund unterzutauchen. Das ist richtig, genau wie bei dir. Nach der ganzen Aktion hier. Ich will kein Auto stehlen. Ach, da hinten steht eins frei. Na, das ist ja gut. Hallöchen. Und Dankeschön. So, dann wollen wir noch mal schauen. 1700 Meter. Coole Mucke dazu. Das passt schon. Yeah. Aber ich hätte gerne was anderes. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Läuft den Wusch. Ich lasse einfach das sein. Ich habe keinen Bock, die ganze umzuschalten. So. Ja, wir sind schon fast da. Siehst du mal. Ups, Entschuldigung. 30 Tote wollte ich nicht. Oder vielleicht doch. So. Go, go, go. Das funktioniert echt gut, wenn man nicht die Maus benutzt. Das ist ein cooler Trick. Adam, oh mein Gott. Ich kann ein Problem geben. Ich empfange eine Menge Gerede über Raymond Kenny. Das ist seltsam. Ich dachte, der wäre ein Jahr nicht aufgetaucht. Wir haben wohl jemanden alarmiert, als ich Raymonds Signal entdeckt habe. Na, dann werden wir also erwartet. Okay. Na dann. Wenn wir erwartet werden, wird's ja lustig. Aber wer erwartet mich? Huch! Scheiße, wie lange dauert das? Was? Fixer? Ich sehe keine Fixer. Zumindest keine lebendigen.
Na, wo bist du, Freundchen? Ah, mein Gott. Komm hoch. Na los, komm, wo bist du? Anvisieren, zielen. Wir brauchen hier mehr Leute. Wird keine Verstärkung gerufen. Scheiße. Jemand ist an uns dran. Machen wir lieber schnell. Wonach suche ich? Verbinde mich mit dem Computer. Ich starte dann die Suche auf dem Bunker. Okay, alles klar. Waffe stört nur. Das Ding, ernsthaft. Wir sind im Hightech-Zeitalter. Wow. Sehr oldschool. Kein Wunder, dass die Cops den Club nicht klein kriegen. Clara, er ist online. Na dann geht's los. Komm ruhig raus, passt schon. Ich liebe Gemetze. Das ist doch meine Mission, die mir gefällt. Nein, keine Granaten. Och, keine Granaten. Leute, das ist unfair. Ist ein schöner Kampf hier. Und dann müssen die natürlich wieder mit ihren scheiß Granaten kommen. Na kommt hoch. Schon wieder eine. Ohren. Boah. Ja, ach, das kann doch nicht sein. Ernsthaft, die Granate hätte man im Heckspiel echt nicht einbauen müssen. Clara, er ist online. Los, ich decke euch. Sterben, nicht decken, sterben. Ihr könnt euch ein anderes Mal decken. Ja, komm, da fliegt die erste Granate, alles da. So. Ja, wo fange ich an mit, ja. Wo sind die alle? Ich sehe die nicht. Alle nur am Verstecken hier. Nicht schon wieder. Ja, komm. Bitte sag mir, dass wir's haben. Ist noch dabei. Irgendwo da hinten ist jemand. Ich habe keine Ahnung wo. Ach, da. Na, oh, nicht schon wieder. Boah. Fuck, falsche Richtung, hier hätte ich nicht hingedurft. Hallo. War's das endlich, hä? Wo? 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 Vor mir, alles vor mir. Alles vor mir. Fertig. Pony. Pony. Was Besseres ist dir nicht eingefallen, Ray? Ich lösche die Festplatte besser. Keiner sonst darf Kenny aufspielen.
Achso, ja, du löscht die Festplatte. Ja, natürlich. Habe ich natürlich bedacht. Kann man die auch einfach so löschen? Ach, es wäre so einfach. Na egal. Schon dabei. Ich knipp sie aus. Och, komm schon. Ich hab wieder Verfolgungsspiel. Mein Gott. Die Personen kommen wirklich. Wenn ich da drinnen sitze und die schon losfahren können, wundert mich wirklich, dass die dann entkommen können. Mein Gott. Komm aus dem Weg, Alter. Go, 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 schneller, 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 hol doch mal was raus aus der Karre. Komm, 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 komm. Aber ich werde natürlich das schnellste Auto ever ausgesucht. Hochgeschwindigkeit nennen die das, alles klar. Hallo, würdest du mal stehen bleiben? Ich bin nicht so schnell wie du. Anders als wenn er den Schaden macht, dürfte er verfolgt werden, oder? Und nicht ich. Hallo, bleibt... Oh, das ist doch unfair. Ist der, der hat einen LKW, darf... Wir haben ihn verloren. Der Scan war negativ. Darf damit übelste Geschwindigkeiten erreichen und ich habe hier einen Van und bin natürlich nicht so schnell wie das auf Feuerwehrfahrzeug. Realistik pur, meine Freunde, Realistik pur. Ich wette, wenn ich einen Crash baue, ist die Mission vorbei. Das Schöne ist, auf der Autobahn habe ich natürlich auch absolut gar nichts, womit ich ihn ausschalten könnte. Oh, natürlich. Wo denn? Oh, bleibt doch mal stehen, Alter, ey. Hören Sie mich. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Nein. Notrufzentrale, worum handelt es? Och, Leute, kommt schon. Krieg, schickt die scheiß Bullen her. Kommt schon. Och, Leute, ich hasse sowas, ey. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CDOS. Spast. Ich habe natürlich nichts zum Abwehren dabei, oh mein Gott. Ja komm, wenn ich eh mal, dann kann ich mir das Auto nehmen. Dankeschön. Bedanke dich bei dem Spasten da hinten. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Hey, wir brauchen hier Hilfe, kommen Sie schnell! CDOS-Scan autorisiert, starte jetzt die Suche nach Verdächtigen. So, aus dem ersten Scan bin ich raus. Der zweite sollte mich nicht bekommen. Natürlich bekommt er mich. Und der dritte hat mich auch schon. Oh mein Gott, und dem entkomme ich nicht. Das sehe ich jetzt schon. Oder? Huch, ja. Ja, genau. Bitte noch einen größeren. Ah, das ist der vierte schon. Natürlich. Macht ruhig noch einen zehnten. Passt schon.
So. Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray, Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blumen? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blumen an, hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit. Ich kann ihm eine bieten. Okay, wo muss ich überhaupt hin? Wo muss ich hin? Da oben. Da muss ich doch hundertprozentig aus CTOS... Ach, sieh mal an. Da ist noch so ein Kontrollzentrum, das wir nicht kennen. Sieh mal einer an. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Es ist spät. Ich wollte nur die Folgen für nächstes Mal aufnehmen. Ja. Nach dem CTOS-Scan jetzt habe ich auch gerade ein bisschen die Lust verloren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Und ich hoffe, irgendwann... Hallo, Partner. Ich habe gerade mit Nikki geredet. Freches Mädchen. Fass sie an und ich breche dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Ach, ich bin besorgt. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt da für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Nikki in Sicherheit. Ja, ich weiß nicht, ich habe so irgendwie mir das gedacht, okay, am Anfang der Geschichte, man befreit diese Nikki kurz, alles wird wieder gut und dann geht das richtige Spiel los, wo ich mir gedacht habe, die CTOS macht vielleicht Scheiße und will irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen oder so, aber das Spiel geht momentan in so eine Richtung, die, weiß nicht, wir haben jetzt glaube ich... Ja, okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.